Hallo, liebe Dividelli-Fans. Wir nähen heute einen stylischen Haargummi und dazu benötigen wir Tüll, 1,40 Meter lang, also die ganze Stoffbreite, und 15 cm in der Breite. Wir legen dann, falten diesen Stoffstreifen die ganze Länge nach zur Hälfte zusammen, dass man 7,5 cm hat, und hier wird dann genäht. Ich habe schon vorgearbeitet, also wir haben jetzt einen langen Schlauch genäht, und in diesem Schlauch wird der Gummi eingefädelt. Ich habe an beiden Enden eine Sicherheitsnadel angebracht. Die eine schiebt man rein und die andere bitte festhalten, dass nicht reinschlüpft. Und hier jetzt die komplette Länge auffädeln. So, jetzt beide Sicherheitsnadeln rausnehmen und hier die Enden verknoten. So, und fest anziehen, und fertig ist unser Haargummi. Beziehungsweise von der Größe sind die eigentlich schon weit.